Willkommen, liebe Zocker und YouTuber, hier auf Horizon zum ersten Tag der Invictus Flight Week in Star Citizen. Jawohl, es wurde Patch 3.17.1 aufgespielt und ach, was für ein schöner Tag. Guckt euch das an. Und ich würde sagen, wir begeben uns gleich zum Vision Center hier auf Horizon. Die Expo findet nämlich dieses Jahr tatsächlich auf Crusader, also in der Wolkenstadt hier Horizon über Crusader statt. Und das ist das erste Mal und ich bin richtig gespannt. Ich habe mich nicht gespoilert, wie es denn aussieht. Und ja, deswegen würde ich sagen, gleich auf zur Expo. Ich habe mich, na gut, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, welche Flugtaxis wir hier nehmen müssen. Und zwar müssen wir erstmal zum Raumhafen, weil, soweit ich das gesehen habe, die einzige Tour zum Vision Center, zur Expo, führt über den Raumhafen. Von einer anderen Stelle kommt man, glaube ich, nicht dahin. Müssen wir mal gucken. Hier, das müsste der Spaceport sein. Ja, das ist der Spaceport. So, hier müssen wir warten. Ich bin ja gerade hier aufgestanden in meinem Kapuffchen und jetzt warten wir hier, dass das Taxi kommt, fahren zum Raumhafen und von da aus fährt uns dann das Taxi zum Vision Center. Wenn ihr beim Raumhafen angekommen seid, könnt ihr natürlich von da aus direkt zum Vision Center. Wenn ihr auf Horizon gespawnt seid, wie ich jetzt hier gerade, dann müsst ihr den Umweg zum Raumhafen nehmen. Hoffe ich, dass ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob man noch vorhin woanders hin kann, aber hier, das sieht erstmal gut aus. Da kommt unser Taxi. Ja, die Invictus Flight Week hat ja, möchte man fast sagen, eine Tradition in Star Citizen jetzt schon. Ja, kann man das sagen? Drittes Jahr, glaube ich, oder ist es das vierte? Ich glaube, das dritte Jahr. Und da werden ja standardmäßig, falls es irgendjemand noch nicht wissen sollte, da werden ja standardmäßig die militärischen Schiffe gezeigt, was allerdings, naja, sagen wir mal, sehr... Es wird sehr, sehr, sehr großzügig gehandelt. Ja, da sind auch Schiffe, die sind jetzt nicht unbedingt militärisch. Ich sag mal zum Beispiel die Carrack. Ja, die Carrack ist ein ex-militärischer Aufklärer, aber ist eigentlich ein ziviles, jetzt mittlerweile ein ziviles Explorer-Schiffchen. Also die Carrack könnte man schon sagen, naja, ist jetzt nicht unbedingt ein militärisches Schiff. Aber wie gesagt, es wird etwas großzügiger gehandelt. Aber hauptsächlich sind es Kampfschiffe, die wir da zu sehen kriegen. Und da gibt es dieses Jahr auch wieder so ein paar neue Sachen. Einige Sachen sind schon auf der Homepage zu sehen gewesen. Die Legionär, also ein, ich sag jetzt mal, ein Hacking-Boarding-Dropship. Das werden wir uns vielleicht nochmal angucken. War das von Anvil? Ich glaube ja, ne? Anvil Legionär hieß das Ding, glaube ich. Kann man so ein bisschen vergleichen mit der Prowler oder von mir aus mit der Valkyrie. Hat 8 Sitze und hat noch Hacking-Devices, um das gegnerische Schiff zu hacken und so weiter. Wo soll ich denn hier eigentlich aussteigen? Ach, der fliegt unten drunter durch. Ist ja pralle. Aber das gucken wir uns noch an. Ist natürlich erst im Konzept. Was gibt's noch? Was haben wir noch gesehen? Die Drake Mule. Das ist eigentlich kein Schiff, sondern eher so ein, wie soll man sagen? Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Die Drake Mule ist eher so ein Bodenfahrzeug, mit dem man einen SCU-Cargo-Container in der Gegend herum transportieren kann. Sind wir hier richtig? Ne, ich glaube nicht, ne? Oder? Cloud View Center. Nein. Jetzt müssen wir erstmal die Tour zum Vision Center finden. Tourismusplattform auch nicht. Oder war ich hier schon richtig? Das wäre der Hammer gewesen. Ne, hier ist das Vision Center. Hier wäre es gewesen. Da kommt auch schon das Shuttle. Und dann fliegen wir mal dahin. Ja, also, von der Legionär und von der Mule wissen wir schon, dass es sie gibt. Die Legionär halt erst als Konzept. Die Mule gibt es wohl, habe ich mir sagen lassen, schon als vollständig flugfertiges, auch wenn es nur ein Bodenfahrzeug ist, flugfertiges Vehikel. Gucken wir uns vielleicht noch an, wenn es soweit ist. So pralle aufregend ist es nicht, aber ist ganz spaßig. Sieht aus wie ein kleiner Gabelstapler. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen am Plappern, ne? Ich bin ganz aufgeregt. Am ersten Tag, das ist wieder so ein Zwei-Tages-Rhythmus, da ändern sich wieder die Schausteller. Am ersten Tag ist Anvil dran. Interessiert mich persönlich, weil ich den Liberator ins Auge gefasst... Nein, das hörst du auf. Nur so ein kleines bisschen liebäugelig mit dem Liberator, aber wir gucken uns natürlich alles an hier. Spannend ist, dass diese Plattform, wo wir jetzt hinfliegen, vorher, glaube ich, bei Horizon nicht im Spiel war. Das heißt, wir fliegen jetzt eine Strecke mit dem Shuttle hier, die vorher noch nicht
bekannt war. Und ich kann euch schon so ein bisschen spoilern, das habe ich schon mal ausprobiert. Wir fliegen hier aber was zusammen, habt ihr gesehen, ja? Das sieht so cool aus hier in den Wolken von Crusader. Hier so eine riesige Wolkenwand, wo wir jetzt quasi reinfliegen. So, ein bisschen abseits der Stadt, kann man sagen. Jetzt fliegen wir hier so eine, keine Ahnung, was das ist, eine Schiene oder ein Gestell entlang. Jetzt könnte man denken, sind wir jetzt bald da? Nein, wir fliegen jetzt hier voll in diese Wolke rein. Was definitiv was hat. Ich bin ganz froh, dass es Tag ist. Und jetzt hier, Achtung, und zip, zip. Der Pilot will ein bisschen angeben, er hätte ja auch drüber fliegen können und da haben wir hinten das Expo Center. Ja, da kommen wir an. Wie gesagt, das erste Mal auf Horizon, finde ich ganz gut. Bisher war es ja entweder New Babbage oder, ich glaube, Area 18 oder Lawville, keine Ahnung. Auf jeden Fall New Babbage, kann mich noch erinnern. Und es wird natürlich auch wieder Events und Fleet Views oben im All geben. Und ach, das wird wieder einiges zu sehen sein. Bin mal gespannt, was es alles Neues gibt. So, wie gesagt, ich habe mich nicht auf dem PTU gespoilert. Und ehrlich gesagt, was ich begrüßen würde, ich meine, gerade Crusader bietet sich ja grandios an, da hätte man hier quasi mal den Bengal Carrier im Vorbeiflug zeigen können zu bestimmten Zeiten. Das wäre absolut geil gewesen, aber ich glaube, das machen sie nicht. Performance-mäßig ist es ganz gut. Einige Schluckaufs hatten die Server im Vornherein. Ich weiß nicht, ob sie das hier gerade auf diesen Plattformen, da könnte man so coolen Bengal vorbeifliegen lassen. Aber gut, schauen wir mal. Da haben wir eine Eclipse, da haben wir eine F7A. Was haben wir hier? Nochmal dieselben Bilder. Ne, warte mal, das da hinten ist. Ist das eine Valkyrie? Könnte eine Valkyrie sein, bin mir nicht sicher. So, da oben stand das Vision Center. Da haben wir das Logo von der UEE. Und hier haben wir den Eingang. So. Und ja, die Halle hier, die kommt uns natürlich so ein bisschen bekannt vor, ne? Das ist so die, ich sag jetzt mal, die Standardhalle, bis auf das oben ist natürlich ein bisschen anders hier. Das schicke Denkmal hier und die Klamotten, die man sich hier holen kann. Ich wollte gerade sagen T-Pose, aber nee, der hat sich nur gestreckt, oder die. Hier kann man sich die Klamotten holen für teuer Ingame-Geld. Aber das brauchen wir jetzt nicht. Gibt es irgendwas Besonderes? Nee, ich glaube nicht, ne? Ist so der Standardkrempel am Anfang immer. Recruitment Center, da kann man sich dann, oh, warte mal. Nee, das ist die Standardjacke, die gab es auch schon, ne? Ja, die gab es auch schon. Steht da irgendwas drauf? Invictus. Das wäre cool, wenn sie da wenigstens vielleicht mal die Jahreszahl ändern würden, ne? Also wenn sie da überhaupt eine Jahreszahl drauf hätten, das wär mal cool. So viel Zeit hätten sie sich lassen können. Also wer eine coole Lederjacke abstauben will, hier für 1500 kriegt man die schicke Invictus Jacket, Invictus Flight Week Jacket. Und wir haben jetzt natürlich Anvil als Schausteller, ergo gibt es ja Anvil. Anvil ist ja so ein bisschen militärisch, sagen wir mal, Anvil ist so das Rückgrat des Militärs. Drake sind ja die Piraten, Anvil ist so das Rückgrat des Militärs, kann man sagen. Aegis sind schon ein bisschen die sind etwas hochkandidelter. Aber Anvil, was heute so als Aussteller steht, das sind so die, naja, so die Arbeitstiere. So, wir gehen natürlich sofort los hier. Und da sehen wir hier die Event Schedule. Und da sehen wir hier 20. bis 21. Da haben wir Anvil, also heute und morgen. Danach kommt Aegis. Dann am 24. 25. haben wir gleich mehrere RSI, Argo, Origin und so weiter. Guckt es euch an, da steht es nochmal auf der Homepage, steht es natürlich auch drauf. So, wir wollen natürlich in die Convention Hall. Haben es ein bisschen anders gemacht, so wie ich das hier sehe. Nicht überlappende. Hoppala, jetzt ruckelt. Maybe we'd like to thank our private and corporate partners for making this year's Invictus the best yet. Ja, da hast du recht. UEE Navy.
Der Mann ist stolz, der Mann trägt Orden, der Mann, der lebt seinen Traum. Der Mann hat ein Mobiglas, der Mann hat eine Gürtelschnalle mit der UII, also mit dem UII-Adler drauf. Wirkt ein bisschen wie die Starship Troopers. So, lassen wir ihn mal faseln. Oh, was ist das? Oh, das ist aber... Was ist das neu? Ich will mich anmelden. Naja, so macht ihr keine Rekruten. Ich will mich anmelden. Was? Keeping in touch with recruits. Okay, aber ich darf mich nicht anmelden hier. Nein. Dann melde ich halt Leute an. Geht auch nicht. Okay. So, dann mal rauf. Außer dem Start der Invictus Launch Week hat sich ja auf der Homepage auch einiges getan. Ich wollte gerade sagen, was sehe ich denn da hinten? Das ist die Carrack. Dachte gerade, was ist das für ein Schiff? Kenne ich gar nicht. So, hat sich ja auch einiges getan. The Letter of the Chairman, also der Brief von Chris Roberts, der unregelmäßig auftauchende, ist tatsächlich jetzt aufgetaucht und hat einen sehr schönen Ausblick auf 2022 gegeben. Den werde ich euch definitiv noch, auf der Homepage zeigen. Jetzt gucken wir aber erstmal hier, was es hier gibt. Also wir haben hier in der Haupthalle, da sind wir, den Gladiator, den Arrow, die Carrack, quasi das Traumschiff für jeden, der furchte Traum jeden Explorers. Die Terrapin, mit der ich nie ganz warm geworden bin, so eine Art Mini-Avex-Schiffchen. Die Hawk, die Pisces, die ist ja eigentlich das quasi das Beiboot von der Carrack. Die Valkyrie, die, was ist denn AA? F7A? Valkyrie, gucken wir uns gleich an. Die Hurricane, die F8 Lightning, gucken wir uns alles mal an hier. Ist zwar jedes Jahr so ein bisschen dasselbe, aber kommt, es ist immer noch ein Event und da möchte ich auf jeden Fall dabei sein. So, hier haben wir also die Arrow, den, ich würde mal sagen, einen der wendigsten und schnellsten kleinen Jäger, den es so gibt hier. Macht einen Heidenspaß, damit durch die Gegend zu heizen, durch Asteroiden durch, also nicht durch Asteroiden durch, ihr wisst, was ich meine, über Oberflächen eine feine Sache. Die Arrow, natürlich ein Einsitzer, natürlich ein leichter Jäger, das heißt auch entsprechend leichte Bewaffnung. Ein schickes Ding. So, dann haben wir hier natürlich die Carrack, die definitiv jeder, der keine hat, mal sich ausleihen sollte und mal testfliegen sollte. Ein richtig schickes Schiff, definitiv ausgelegt auf Multicrew. Der Pilot hat keine Waffen, dafür hat das Ding 4 Geschütztürme mit ordentlich Klasse 4 Waffen. Hat einen riesen Hangar, wo Bodenfahrzeuge reinpassen. Natürlich keine Panzer, aber zumindest alle anderen Bodenfahrzeuge. Hat oben einen kleinen Hangar, wo die Pisces reinpasst. Da steht sie auch. Die Pisces, ein kleiner, ja, was kann man sagen, ein kleines Shuttle. Wohlgemerkt allerdings mit 4 S1-Waffen, also so unbewaffnet ist das Ding gar nicht hier. Die kleine Pisces. Mit Laderaum für, waren es 2 oder waren es 4 SCU? Ich weiß es nicht, ich glaube 2. Mit Sitzplätze, alles drum und dran, was man so braucht hier. Sitzplätzchen für den Piloten auch noch ein. Also die Carrack immer noch für mich eins der Highlights. Oh, und was haben wir da? Da haben wir, ich muss sagen, ich finde die Anvil-Schiffe größtenteils hässlich, bis auf die Carrack. Hier, da haben wir die Anvil Hawk, ein Kopfgeldjägerschiffchen, quasi ein Ein-Mann-Kopfgeldjägerschiffchen, ähnlich wie die Avenger Stalker. Witzigerweise hier hinten, kann man das einfach nur mal aufmachen, hier hinten quasi der Gefängnissitz, ja, mit Fußschnallen, ihr seht's, ja. Da seht ihr auch Enter Prisoner Seat, wollen wir jetzt nicht machen, der wird da hinten verstaut. Ist vielleicht nicht ganz so bequem, aber hey. Wie gesagt, ich finde Anvil-Schiffe ein bisschen hässlich, deswegen habe ich auch keins, bis auf die Carrack. So, da haben wir die Terrapin. Ist so eine Art Avex-Schiff, kann man sagen, also ein Aufklärer. Hat einen Piloten, hat einen Scannerraum, den können wir ja mal ganz kurz aufmachen, warte mal kurz. Ein Scannerraum, das heißt, der Pilot fliegt und der Scanner, naja, der scannt halt, ne? So, da ist der Scannerraum, der sitzt da, tippt auf seinem Monitor rum, da sitzt der Pilot und der Scanner, der hat halt dementsprechend hier die Möglichkeit, Aufklärung zu betreiben. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Dropship, aber hat leider außerdem einen Sitz hier nur, ja, hat nur einen Sitz halt. Auch nicht so meins.
So. Gehen wir erst runter oder gehen wir erst in die Seitenhalle? Gehen wir mal in die. Ich versuche hier gerade. Das scrollt jemand vorbei. Das habe ich ja gerade überhaupt nicht. Da haben wir noch Recruitment Center. Wo war denn die Seitenhalle? Die habe ich jetzt komplett verpeilt. Hier ist nochmal die Carrack. Ich glaube, ich bin dran vorbeigelaufen. War es hier? Ne, da ist zu. Apex Hall 4 bis 5 ist zu. Da kommen wir nicht rein. Dann muss es gegenüber sein. Genau, jetzt sind wir einmal ja, dann haben wir den fast vergessen hier. Da haben wir den Gladiator, den leichten Bomber. War doch der leichte Bomber, ne? Ich glaube ja. Habe ich selten gesehen. Wird selten, glaube ich, geflogen. Wie gesagt, ein Ein-Mann-Bomberchen haben wir hier irgendwo eine. Da können wir mal drauf gucken, wenn die beiden nicht im Weg stehen würden. Macht mal Platz, ja. Da, Model of the Gladiator. Hier, da steht ja Bomber, ne? Leichter Bomber hat, glaube ich, Klasse 5 Torpedos, bin mir nicht ganz sicher. Und einigermaßen Bewaffnung. So, aber wo war denn? Überlege ich gerade, wo der. Da war der Hauptausgang. Da ist die Seitenhalle, ne? Ich kann ja nochmal gucken hier. Nicht verlaufen. Super. Ich glaube, da hinten war es. Lass gucken. Ja, naja, war hier. Ja, ich sehe es schon. Hier an den Rändern, wie immer, ne, diverse Bewaffnungen. Unabhängig vom derzeitigen Darsteller haben wir hier irgendwelche Bewaffnungen. Bis hin zu, keine Ahnung, was das für eine Klasse ist. Ist das eine 7? Könnte eine 7 oder eine 6 sein. So, dann haben wir hier den zweiten Raum. Da haben wir hier halt das Schiffchen, was noch keiner benutzen kann. Was von der, wie war das, Squadron 999, glaube ich, geflogen wird. Genau, die F8 Lightning. Ein richtig schöner, dicker Jäger. Diverse Spieler haben es schon geschafft, sich das Ding quasi zu mopsen. Die stehen nämlich oder fliegen im Verse irgendwie rum zu den Events und dann kann man da so ein bisschen in das Cockpit reinklippen und dann kann man die fliegen. Aber offiziell sind die noch nicht fliegbar. Und Leute, die, glaube ich, zu viel Geld ausgegeben haben. Ich muss das gerade sagen. Die haben so ein Ding, glaube ich, auch, aber dürfen es auch noch nicht fliegen. United Purpose. Achso, hier sind. Hier kann man sich. Kann man die kaufen? Nee, das sind einfach nur. Was sind das für Kerlchens? Ein Borg. Alles klar. Uniformen. Okay. Diese Uniform hätte ich gerne. Das ist dieselbe Uniform wie von dem Hologramm. Das ist neu, glaube ich. Das habe ich noch nicht gesehen. Hier haben wir so ein Flight Suit. Also, ich würde mal sagen, so ein Jumpsuit von einem Deckoffizier. Das dürfte ein Brückenoffizier sein. Das hier ist definitiv ein Pilot. Das ist, keine Ahnung, ja, Techniker oder sowas. Und das, na, das sehen wir eindeutig, ne? Das ist ein Flugabfertiger hier. So, und dann haben wir hier, das ist auch noch eine Ausnahme. Also die Valkyrie finde ich persönlich auch noch ein sehr, sehr geiles Schiff. Einfach, weil sie so schön ikonisch ist, ja. Sie hat wirklich dieses Dropship-Feeling. Mit diesen vier Triebwerken. Sie hat diese Seitentüren, die aufgehen können, und dann sind da Geschütztürme dran, die man bedienen kann. Sie hat unten drunten da einen dicken Geschützturm, oben drauf einen dicken Geschützturm. Sie hat, darf ich mal bitte aufmachen, danke. Sie hat einen schönen Laderaum, wo zwar nicht ganz so viele Fahrzeuge reinpassen. Ich glaube, bestenfalls ein Ursa-Rover, aber sie ist auf jeden Fall, ikonisch gesehen, finde ich, ein ganz schickes Schiffchen. Darf ich das mal aufmachen hier? So. Finde ich schick. Mir ist sie nur etwas zu. Können wir mal deployen? Nee, ich will da jetzt nicht ran. Ja! Nein, du fängst jetzt nicht an, hier auf der Expo rumzuballern. Sie ist mir nur etwas zu spezialisiert. Also, Dropships habe ich gar keins und habe ehrlich gesagt auch nicht vor, ein Dropship mir zuzulegen, weil. Ja, wann braucht man ein Dropship? Ja, ich glaube, das ist immer noch eins der Dropship mit den meisten Jump Seats. Wann braucht man denn bitte ein Dropship?
Es ist definitiv ein schickes Schiffchen. Es hat eine Menge Wumsen, wenn auch nicht sonderlich schwere. Ich glaube, Klasse 3 ist das größte. Aber es ist ein sehr schönes Schiffchen. Ich würde mir wünschen, dass man die außer als Gegner vielleicht auch mal bei Spielern sieht. Finde ich ein schickes Schiff. Also für ein Anvil-Schiff. Achso, und das ist die dritte Ausnahme, die Anvil Hurricane. Die finde ich auch cool. Hätte es die Scorpius jetzt dieses Jahr nicht gegeben, das ist das dritte neue Schiff. Hätte es die Scorpius nicht gegeben, dann hätte ich immer noch eine Hurricane. Aber so. Naja. So halt nicht. So, das hier ist nochmal eine F8, glaube ich. Ne? Ja, da steht es ja dran. Und das ist auch das Schiff, wo man nicht rein darf. Oder? Darf man da rein? Nein, da darf man nicht rein. Man darf es auch nicht ausleihen. What the hell? Ich würde sagen, ich habe einen Bug gefunden. Ich gehe schnell wieder raus. Ich habe irgendwie geschafft, in dieses Ding einzusteigen, obwohl da gar kein Dudat war. Nein, nein, ich habe da nichts gemacht. So, also offiziell ist kein Dudat dran. Irgendwie bin ich dann doch eingestiegen. Und das ist jedenfalls eine F8. Oben drauf Geschütze, unten drunter Geschütze, Geschütze, noch und nöcher. Ich habe jetzt ein bisschen Bammel von meiner eigenen Courage. Also schwerer Jäger von der UEE. Quasi, wenn man so will, der Nachfolger oder das Upgrade von der Hornet. Ich bin da gerade eingestiegen. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. So, und da hinten haben wir, das müssten die Hornets sein, oder? Ja, das sieht mir stark nach Hornets aus. Quasi die Vorgänger von der F8. Heißen, glaube ich, auch F7, bin mir nicht sicher. Ja, da steht's ja. Die F7 Hornet in diversen Ausführungen. Ehrlich gesagt, Hornet habe ich auch, weil es halt ein Anvil-Schiff ist, habe ich nicht so viel mich mit abgegeben, deswegen kenne ich die Varianten jetzt nicht. Aber sind halt so die Arbeitstiere vom Militär, ne? Jäger, Dropships. Feine Geschichte. Kann man sich auch mal ausleihen, bis auf die F8 halt, die kann man sich nicht ausleihen. Vor allem kann man sich nicht die schick bemalte F8 hier ausleihen. Es wäre noch cooler, wenn man damit rumfliegen könnte. Ein schicken Skinherze. Wäre cool. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Holo-Halle. Die Schiffe, die wir jetzt alle gerade gesehen haben, die könnt ihr euch alle krallen. Die könnt ihr alle ausleihen. Wie gesagt, bis auf die F8. Und könnt die dann quasi für lau, also kostenlos, im Verse fliegen. Ich glaube für 48 Stunden oder waren es für 24 Stunden? Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir in die Holo-Halle, das Lower Level. Und da ja gerade Free Flight Week ist, kann man das ganze Spiel quasi derzeit, also für ein paar Tage, ich glaube für eine Woche, für lau spielen. So, da haben wir hier die Ballista, die bodengesteuerte Anti-Raumschiff-Raketenabwehr mit einem schicken Satz Torpedos und Raketen hinten drauf mit einem schicken Geschützturm und auch ordentlich groß. Das heißt, das Ding hier passt in fast kein Schiff, außer vielleicht in die Herkules-Serie, beziehungsweise wo könnte es noch reinpassen? Demnächst, naja gut, in den Liberator, wenn der schon draußen wäre. Aber ansonsten ist ja finster hier drin. Ein ordentliches Gerät. Sieht man auch sehr, sehr selten bei Spielern, weil zugegebenermaßen das Gameplay dafür ist natürlich noch ein bisschen, naja, noch ein bisschen spezialisiert, noch sehr speziell. Ich meine, wo braucht man mal eine bodengestützte Anti-Air-Defense? Meistens eher nicht. So, dann haben wir hier United in Purpose. Was haben wir da? Ach, so eine Zeitlinie. Aha, mhm. Da gehen wir gleich rein. Guck mal auf der Seite hier, ob da noch was ist. Ja, da ist quasi der Bruder oder die Schwester von der Ballista. Da haben wir hier den Truppentransporter. Der ist ja dasselbe Chassis hier, der Spartan. Dasselbe Chassis, nur mit dem Unterschied, dass hinten drauf kein Raketenwerfer sitzt, sondern dass hinten drauf quasi hier, da haben wir es, ein Truppentransporter Modul sitzt mit 8 Jumpsuits. Seats. Ansonsten das Geschütz hat er auch oben drauf und statt dem Raketenwerfer halt hinten hier den Truppentransporter. Auch den sieht man relativ selten, weil halt,
wenn einige Spieler den haben, naja, es ist dann halt immer noch so eine Sache, ob der einen Sinn ergibt, also ob der, was macht man derzeit damit? Relativ wenig. Ne? Man kann zu einer Bunkermission fahren damit, aber das war es dann auch. So, und dann jetzt gehen wir noch in die Holohalle. In der Holohalle, Da haben wir hier einmal, ne, wo zeigen wir denn das hier? Hier, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht, was zum Teufel ist das für ein Schiff? Die Crucible! Ah, okay. So, das ist Heavy Repair. Okay, ich habe sie ehrlich gesagt nicht erkannt. Die ist natürlich, wie man hier stark sieht, noch im Konzept. Das ist ein Heavy Repair Ship, das kann also andere Schiffe reparieren. Im All quasi eine mobile Werft, wenn man so will. Und feines Schiff habe ich nicht, weil ist, glaube ich, nicht meine Sorte von Gameplay. Aber wird sicherlich cool, wenn das dann mal eingebaut wird. Mit so einem kleinen Landepad oben drauf, glaube ich. So, dann haben wir hier... Ach, ist das die Legionär? Ja, das ist die Anvil Legionär, auch im Konzept. Also quasi jetzt das neue Baby. Mit, ich glaube, 8 Jumpseats. Mit ordentlich elektronischer Kriegsführung an Bord, dass man quasi die Feindschiffe lahmlegen oder die interne Verteidigung lahmlegen kann. Das heißt, das ist ein kombiniertes Drop- und elektronische Kriegsführungsschiffchen und hat vorne so ein als Rüssel quasi einen kombinierten 2-in-1 Andockschlauch, mit dem man wohl an allem andocken können soll, was so rumfliegt. Hat ordentlich Schilde, ordentlich Panzerung, damit es auch unter Beschuss einsatzfähig bleibt und ist halt dafür gedacht, andere Schiffe zu kapern und sich anzueignen. Ist auch nicht so mein Gameplay, ist wieder zu spezialisiert, aber sieht cool aus, muss ich sagen. Hat durchaus was. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel das Ding kostet. Also das hier quasi, wenn man so will, das erste neue Schiff, was am ersten Tag hier neu dazukommt in die Star Citizen Familie, die Anvil Legionär, ein Hacking Dropship. Die anderen Schiffe, die Scorpius, kommt natürlich am RSI-Tag. Die, wie heißt sie hier? Die Mule, also der Lastenesel, kommt natürlich am Drake-Tag. Und hier haben wir das Ding, worauf ich ein großes Auge geworfen habe. Nämlich die, man sieht es hier von der Seite aus leider nicht ganz so gut, nämlich die Anvil Liberator, der Taschenträger. Der sehr interessant ist, weil er oben drauf, sieht man jetzt nicht so, weil er oben drauf, wobei wir könnten ja mal, warte mal, wir könnten ja mal. Hahaha, der hat oben drauf, wie man vielleicht sieht. So, da 2 Landepads, ja, ich gehe mal ein bisschen hier zur Seite, also zwei, eigentlich 3, nämlich vorne ein kleines und in der Mitte hinten 2 große, kann also zwei kleine und ein sehr kleines Schiff, zum Beispiel eine Pisces und 2 Hornets oder eine Pisces und 2 Scorpius tragen, hat also ordentlich Platz für kleine Jäger, ist halt ein Taschenträger, ne, und innen drin hat er tatsächlich auch noch Platz für die größten Bodenfahrzeuge, die es bisher gibt, nämlich für die Tanks und für die Ballistas oder die Spartans. Da fährt so eine Rampe runter und dann kann man da reinfahren und hat zusätzlich außerdem noch 400 SCU Laderaum. Ich denke mal, das Ding hier wird meine C2 ablösen. Ich denke mal, da pfeifen wir halt auf ein paar bisschen Laderaum, nämlich auf 300 Laderaum. Dafür kriegen wir die Fähigkeit dazu, Schiffe zu transportieren. Ich denke mal, das wird interessant. Ja, das wie gesagt, Anvil. So viel Neues gab es von Anvil nicht. Bis auf den Legionär, der ist halt der Neue hier. Trotzdem ist das natürlich Nonplusultra, wenn man mal ein Anvil-Schiff fliegen will. Vor allem die Carrick-Heiser-Tipp. Dann sollte man sich die mal krallen. Alles andere kann man ja relativ leicht fliegen. Und kann mit der Carrick dann ein bisschen rumspielen. So, das soll zumindest von der Ausstellung gewesen sein dieses Jahr. Also da ist ja noch nichts Aufregendes. Was ich euch jetzt gerne noch zeigen würde, wäre die Homepage. Und dazu hoffe ich mal, dass es klappt. Ich schalte mal rüber in die Zip auf die Homepage. Hoppala, jetzt seht ihr mein Dings. So, da ist es. So, da ist die Homepage. Und auf der Homepage, da haben wir natürlich hier natürlich Invictus, Anvil Aerospace, Launch Week Merchandise, Anvil Legionär. Da haben wir die Seite zur Anvil Legionär. Ja, da können wir auch nochmal kurz drauf gucken. Da haben wir halt die Anvil Legionär. Und da sehen wir halt, hier haben wir den Hacker und da haben wir den Piloten. Ne? Die sitzen quasi nebeneinander. Der hackt das Schiff, der Pilot dockt dann an. Hier mit dem
Ah, hier sehen wir es nicht. Doch da mit dem Rüsselchen dockt er an dem Feindschiff an. Und dann haben sich die Leute, dann haben wir hier die Jumpsuits. Und dann haben sich die Leute schon über dieses Bild lustig gemacht, weil das halt total unprofessionell ist. Erstens, die rennen alle quasi im Gänsemarsch in das Feindschiff rein. Ja, also ein Schuss, alle tot. Naja, quasi so in der Art. Zweitens schießt der Hinterste, schießt quasi, also der schießt an. Ihr wisst, was ich meine, ja, das ist fahrlässig hoch 5. Und außerdem kriegen sie noch von dem hier eine Handgranate in den Rücken geschmissen. So muss das sein. Hat für einiges, einige Belustigung gesorgt, dieses Bildchen. Ich weiß nicht, der Thread hieß, auf diesem Bild ist so viel falsch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall, ja, aber darum, um das Bild geht es ja nicht. Die Anvil-Legionär hier. Ein feines Schiffchen. Was kostet das Ding? Wollen wir mal kurz gucken? Wollen wir mal kurz gucken hier? Secure yours now. Was kostet mir der Spaß? Nix. Da unten. Anvil Legionär sogar plus einem Skin kostet 120. Naja, das ist. Ich muss sagen, das ist eigentlich recht günstig. Ich weiß, das sagt man bei Star Citizen-Schiffen. Also bei 120 Euro sagt man das eigentlich nicht. Aber eigentlich, doch, eigentlich ist es für ein Star Citizen-Schiff ist es recht günstig, muss man sagen. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch irgendwelche Ship-Packs, wo die Legionär noch dabei ist. Aber die brauchen wir uns jetzt nicht antun. So, wie kommen wir denn jetzt hier wieder zurück aus dem Ding da? So, also die Anvil Legionär als neues Schiffchen. Und was ich euch auf jeden Fall noch, die Homepage, die können wir euch selber angucken, den New Player Guide brauchen wir nicht. Was ich auf jeden Fall noch einen Blick drauf werfen möchte, ist hier der Inside Star Citizen. Wo ist denn, Quatsch, die Letter from the Chairman? Wo ist denn the fucking Letter from the Chairman? Hier, the Letter from the Chairman ist weg. Tatsächlich, ist der tatsächlich weg? Invictus, New Player, Invictus. Wo ist the letter from the chairman? Es ist unglaublich, dass sie den Letter from the Chairman einfach mal beseitigt haben. Da ist er. So, Letter from the Chairman ist ein irrsinniger Wall of Text. Kann man sich alles durchgucken, ist eine Menge spannendes Zeug, so ein bisschen erklärt, was, wann, wo, wie. Für mich fängt es an, interessant zu werden. Road to 4.0. An der Stelle. 2022 Testing and Release Cadence. Da wird so ein bisschen erklärt, was so die grobe Planung ist für 2022. Und das ist natürlich hochgradig spannend, weil für 2022 ist natürlich geplant nach 3.17, 3.18. Und 3.18 ist schon mal hier angekündigt, dass 3.18 sehr, sehr, sehr lange im Verhältnis zu anderen Kandidaten im PTU bleiben wird. Nämlich vermutlich so, sie sagen so, naja, 3 Monate sagen sie ungefähr, ich weiß es nicht, wo es ist, weil sie wollen die Persistenz, also die vollständige Persistenz mit 3.18 einbauen. Und da sagt er hier sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr schmunzelnd, dass sie vermeiden wollen mit dieser langen PTU-Variante das Universum in eine Nightmare-Version of Wall-E zu verwandeln. Wall-E, das ist der Roboter, der den ganzen Müll wegräumt, der Comicfilm, der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Und das kann man sich natürlich denken. Bei vollständiger Persistenz heißt, wenn ich irgendwas irgendwo im Universum hinschmeiße, bleibt das da liegen. Also, es bleibt da. Bis, keine Ahnung, bis wann. So, und das kann natürlich wahnsinnige Komplikationen verursachen und deswegen werden sie da statt, was weiß ich, 2 Wochen PTU, werden sie mal, ich glaube, mal 3 Monate, ich weiß nicht, wo er es hier angekündigt hat. Irgendwo hat er hier was von 3 Monaten gesagt. Testing Scale, bla bla bla, different from internal testing, Evocati. Ich weiß es nicht, irgendwo hat er, glaube ich, was von 3 Monaten gesagt. Es ist jedenfalls ein wahnsinniger Aufwand und vor allem. Soweit ich das gesehen habe, wollen sie das noch ohne Server-Meshing machen. Ich frage mich, wie sie das machen wollen. 3.18, die vollständige Persistenz ohne Server-Meshing. Bleibt natürlich abzuwarten, wie das so wird. Dafür, weil 3.18 so lange braucht, haben sie gesagt, dass sie einen sehr, sehr, sehr contentreichen Patch 3.17.2 bringen wollen, damit die Leute ein bisschen was zu tun haben während der langen, langen Testphase von 3.18. Da steht's: The goal will keep to get 2 bis 3 Monate testen für 3.18. Da
2 bis 3 Monate testen von 3.18 auf dem PTU. Und deswegen schiebt sich das ein bisschen nach hinten raus. Dann fragt man sich, was kommt natürlich nach 3.18? Ne? Nach 3.18, da kommt dann, tja, und dann geht's los. Mit 3.18, wenn wir mit 3.18 fertig sind, dann wollen sie doch tatsächlich 4.0 angehen, ich bin so glücklich. 4.0 heißt Pyro, liebe Freunde. Aber, mit einem sehr großen Aber, hier wird eingeleitet, Server-Meshing natürlich inklusive, das heißt 4.0 nach 3.18 soll Server-Meshing, soll Pyro enthalten. Und jetzt Achtung, das Aber, bevor jetzt der ein oder andere einen feuchten Traum kriegt, das heißt natürlich ein wahnsinniges Testding. Also da muss wahrscheinlich noch mehr getestet werden als bei 3.18, 2 bis 3 Monate, rechnen wir das auch mal. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass, davon geht er auch hier aus, 4.0 wahrscheinlich für die Evocati am Ende des Jahres kommt. Vielleicht so Dezember oder vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres, gucken wir mal. Und dann dementsprechend weiter hinten, irgendwann, da steht es hier, sie zielen im Moment auf das Ende von Quartal 23, dass es dann für alle kommt. Ne? Das ist natürlich alles ohne Gewähr und das heißt überhaupt nichts, das kann genauso wieder 2024 werden. Aber es ist zumindest in Sicht. Sie sagen in dem Ganzen, ich fasse das alles nur zusammen, sie sagen, es ist alles in guter Arbeit und es funktioniert theoretisch und auch teilweise praktisch. Das heißt natürlich nicht, dass der Plan hinhaut und dass wir dann Anfang 23 Pyro haben, aber es ist zumindest in Arbeit. Und das wollen wir mal gucken, wie die Sache so aussieht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Letter from the Chairman hier hat einige Leute sehr glücklich gemacht, mich inklusive, obwohl er eigentlich nur Text ist, bis auf das kleine Bildchen hier. Aber er hat zumindest schon mal 3.18 mit der vollständigen Persistenz und 4.0 mit Server-Meshing und mit Pyro in Aussicht gestellt. Und das macht die Leute einfach ziemlich glücklich, würde ich behaupten. Ja, das ist so das, was derzeit zu sehen ist. Auf der Homepage, beziehungsweise in der Invictus Flight Week. Ich werde euch jetzt, nein, nicht täglich, aber zumindest zweitäglich auf dem Laufenden halten, was so noch passiert. Vielleicht gucken wir auch außer der Reihe mal logischerweise bei der Fleet View vorbei, gucken mal auf der Javelin vorbei, die ist ja wieder zu sehen. Mal gucken, ob sich da was geändert hat. Aber hier ist erstmal Aufnahmestopp. Und ja, ach so, mit der Scorpius müssen wir auch noch fliegen. Hier ist erstmal Aufnahmestopp. Ich sage danke fürs Zusehen. Euer Mr. Fleck von der Invictus Flight Week Tag 1, naja, und 2. Tschüssi!